Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Farmmanager 2021. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid hier auf unserem Bauernhof. In der letzten Folge haben wir einen großen Rundumschlag gemacht. Wir haben hier die Schlachterei verkauft, haben jetzt hier umgestellt auf Kirschbäume, so wie ich das gesagt habe, haben alle Felder auf Bio umgestellt. Ich hoffe, das passt auch soweit alles, dass er das jetzt hier auch übernommen hat. Jo, das sieht gut aus. Das heißt, glaube ich, immer wenn es grün angezeigt wird, ist es Bio, ne? Durchgehend. So hattet ihr das zumindest, glaube ich, in den Kommentaren geschrieben. Hier haben wir noch ein paar neue kleine Felder angelegt. Ihr habt gesagt, ja, jetzt ruhig ein bisschen größer machen können. Gut, nehmen wir erstmal die. Und wir haben Saisonmitarbeiter jetzt, ne? Das bedeutet, diese Mitarbeiter sind saisonal angestellt und werden stündlich nur bezahlt. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, habt ihr gesagt. Also gute Dinge, die wir hier gemacht haben. Wir haben auch unsere Produktion hier so ein bisschen umgestellt. Haben jetzt hier auf Schafskäse umgestellt. Nämlich das bringt am meisten Geld. Und hier können wir noch ein bisschen die Produktion erhöhen, habt ihr gesagt. Das heißt, wir werden uns jetzt hier nochmal zwei Kühe dazu kaufen. Ne? Hier wird jetzt soweit alles ready gemacht. Das heißt, das wächst jetzt noch. Es dauert noch 280 Tage. Also jede Menge an Zeit. Wir haben es Mitte Juli. Machen noch keinen großen Gewinn, aber ich denke, wir sind auf einem richtigen Weg und sind so gerade noch so ein bisschen von der Schuldenfalle hier weg, sodass wir dann auch nach und nach natürlich dann, wenn das Ganze dann hier ready ist mit dem Gras, das Ganze dann auch super verarbeiten können. Hier wird jetzt noch gedüngt, da wird Mist ausgebracht, also es wird nicht mehr gespritzt, das ist ganz wichtig. Und ja, jetzt wird hier beim Obstanbau... Ich guck mal gerade. Ach, mit dem kleinen Obsttraktor können die das auch machen. Das war auf jeden Fall auch eine gute Investition. Sehr schön. Geht es jetzt langsam hier voran, ne? Sehr schön. Das wird dann gedüngt hier. Hier wird alles kultiviert. Der Regen nimmt zu. Irgendwas fehlt uns wieder hier. Streuer für Kunstdünger, Streuer für Kunstdünger, Streuer für Kunstdünger. Wir wollen ja keinen Kunstdünger haben, Leute. Wir wollen ja keinen Kunstdünger ausbringen. Wir wollen ja Mist ausbringen. So, Erdbeeren wurden geerntet. Hier wird fleißig noch weiter das Ganze gemacht. Hier haben wir die Gurken, die wachsen, die nicht so viel Geld bringen. Wobei der Preis der Gurken geht auf jeden Fall ordentlich nach oben. Da müssen wir auch nochmal schauen. Hier fehlt es jetzt an... einen Kunstdüngerstreuer. Ach so. Den haben wir jetzt gar nicht, oder was? Oh, da müssen wir doch wieder investieren. Verdammt. So, nehmen wir mal den hier. Wir kaufen uns einen gebrauchten. Ist ja egal. Aber wir werden nicht mehr spritzen und so weiter. Und das Ganze ist dann Bio. So wie ich das verstanden habe. So, Gras ist ready. Bedeutet, das wird Biogras sein. Und da können wir nämlich auch hier dann die Umstellung machen und können Biosilage herstellen und können das dann unseren Tieren geben. Was auf jeden Fall meiner Meinung nach auch dann sehr, sehr gut ist. Okay, hier fehlt wieder ein bisschen was. Kunststeuer. Gut, okay, haben wir jetzt. So, die Bäume wachsen auch mittlerweile. Hier wird jetzt das Gras runtergeholt. Das müsste nämlich dann Biogras sein. Sind natürlich die ganzen Fixkosten wieder abgezogen worden. Was immer noch richtig ordentlich rein schallert. Ziegenmilch brauchen wir nicht mehr. Die können wir verkaufen. Wir können auch hier die Erdbeerkonfitüre verkaufen. Vielleicht stellen wir auch mal komplett hier auf andere Sachen um. So, wir können ja mal gucken, was wir jetzt hier in unserem Lager haben. Wir haben Gras ohne Ende. Das muss natürlich gleich wieder eingefahren werden. Das Gras wurde geerntet. Sehr schön. Hier ist das Ganze schon am Wachsen. Stachelbeeren. Da sind wir fertig. Mohn und so weiter kommt natürlich auch wieder. So, das wird jetzt geschwadet und dann eingefahren. Und wird uns dann auch ordentlich Geld in die Kasse spülen, ne? Hoffe ich zumindest. Dass wir dann auch Bio in unserem Lager haben, ne?
So, geschwadet Wurz. Jetzt wird das Ganze doch wieder eingefahren mit einem Ladewagen. Saisonmitarbeiter haben wir einige. Das heißt, es werden immer so viele angestellt, wie gebraucht werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Der geht jetzt mit dem Sammelladewagen gleich los. Aber erstmal wird hier noch ein bisschen was ausgesetzt. So. Guck mal, da sind wir jetzt fertig. So, was haben wir jetzt hier? Es wird Zeit, mit der Obstverarbeitung zu beginnen. Produziere 950 mal Erdbeermarmelade. Ach du Heiliger. Das wird auch wieder eine lange Geschichte hier. Wir hätten viel größere Felder bauen müssen. Vielleicht sollte ich noch ein großes Obstfeld platzieren, ne? Was müssen wir denn jetzt machen hier? Erdbeer, Himbeer, okay, das läuft. Schwarze Johannisbeer, das braucht er ewig. Aber das haben wir auf jeden Fall schon mal da. So, jetzt muss er, glaube ich, hier gleich noch einfahren. Ballen sammeln, okay. Wobei die Bezeichnung, glaube ich, auch falsch ist, weil er sammelt jetzt keine Ballen, sondern der sammelt das mit dem Ladewagen. Und dann wollen wir gleich mal gucken, ob es gleich Bio ist. Wenn er es gleich ins Lager gefahren hat, müsste eigentlich gleich Bio da stehen, weil wir haben diesmal nicht gespritzt und so weiter. Da können wir nämlich auch Biosilage herstellen und können das auch an unsere Tiere verfüttern, können das vielleicht noch verkaufen, so wie ihr das geschrieben habt. Gucken gleich mal, was jetzt gleich hier ins Lager gepackt wird. Ob das wirklich Bio ist. Nee, es ist ganz normales Gras. Wie kann ich das jetzt... Ach nee, warte mal. Ich muss das umstellen hier, ne? Nee, Grassamen ist ja korrekt. Aber ich glaube, wir hatten noch irgendwas bespritzt hier, ne? Das ist ganz normales Gras. Komisch. Wie kann ich das denn auf Bio umstellen? Weil das fällt ja quasi beispielsweise komplett weg jetzt. Das heißt, Pestizide und so weiter wird ja gar nicht mehr genutzt, ne? Was fehlt uns jetzt hier wieder? Ja, Erdbeeren hat ein befallenes Feld. Ja, schön. Lassen wir das jetzt verkommen? Warten wir es einfach ab oder was machen wir da Schönes? So, haben wir noch Erdbeeren auf Lager? Ja, Erdbeeren haben wir noch genug. Guck mal hier, 285 Kilogramm. Boah. Das bringt schon mal ordentlich Geld. Das können wir auch verkaufen. Dann haben wir 600 Kilogramm. Ah, guck mal, Schafskäse bringt richtig Geld. Aber wir haben immer noch so hohe Kosten, ne? Monatslöhne, ey, die sind nochmal in die Höhe geschossen. Ist klar, weil wir auch neue Leute eingestellt haben. Tierarzt kostet auch Geld. Der Ernteertrag der Tiere deckt noch nicht mal hier die Monatslöhne der Mitarbeiter. Die Felder, ja gut. Fabrikertrag. Das ist ja immer auf Monatsbasis gerechnet, ne? Das ist das geschätzte Budget, was wir diesen Monat haben. Ich blicke da irgendwie immer noch nicht durch hier. Bei gewissen Sachen, ne? Das ist natürlich auch erstmal ein richtiges Brett, was wir da an Sachen machen müssen. Ich würde einfach nochmal einen weiteren Obstgarten anlegen. So, hat jetzt natürlich wieder ein bisschen was gekostet, aber... Wir spritzen das auf jeden Fall nicht. Und machen jetzt hier noch Apfelbäume hin. So, dann benennen wir das gleich mal um. Apfelbäume. So. Dann haben wir es, glaube ich, auch schon gut eingestellt, würde ich behaupten. Oh, die Erdbeeren, ey. Also Erdbeeren gehen richtig gut. Pflügen dauert an. Okay, da müssen wir halt auch nochmal ein bisschen gucken. Hier wird auf jeden Fall noch ordentlich Käse produziert. Vielleicht sollten wir die Ziegen ersetzen. Und dort Tiere kaufen. Warte mal, das ist ja jetzt...
Wir gehen nochmal auf Schafe, Leute. So, das bedeutet, wir haben hier auch nochmal ausreichend Produktion. Hier haben wir Pilzbefall. Da wird der Ertrag niedriger, aber vielleicht bekommen wir ja dann unsere Sachen, die wir brauchen, ne? Aber da steht immer noch kein Bio drauf. Ich verstehe es nicht. Gut, Erdbeeren haben wir keine mehr. Das heißt, wir müssten mal die Produktion umstellen auf Himbeeren. Dass der hier weitermacht. Oh Mann, oh Mann. Ah, ich weiß nicht, ey. So, zweites Obstfeld wird vorbereitet. Und wenn das so funktioniert, wie ihr das geschrieben habt, liebe Freunde, dann werden wir auf jeden Fall richtig reich. Ja? Die brauchen aber natürlich richtig lange, bis die Felder hier ready sind. Ne? So, hier kommen jetzt die neuen Schafe. Da müssen wir natürlich noch gucken. Was brauchen die denn alles? Die brauchen Gras, die brauchen Weizen. Gehäckseltes haben wir nicht, ne? Genau. Sehr schön. Befallene Felder haben wir hier. Okay. Erdbeeren wurden auch schon wieder geerntet. Machen wir hier mal ein bisschen weiter. Ah, hier wird auch weiter... Hä? Habe ich die nicht geändert, die Produktionslinie? Nee. Das Feld wird jetzt vorbereitet hier. Und hier hätte ich wahrscheinlich echt mehr machen müssen. Das wächst noch. 25 Tage ist das wieder reif. Ah, guck mal. Seht ihr? Jetzt nimmt er nämlich den... Ah, das ist Wassertank. Okay. Er wässert die jetzt. Zu niedriger Luftfeuchtigkeit. Guck mal hier. Was machen die denn jetzt hier? Soja. Die sammeln das per Hand auf, oder was? Nee, die bewässern das manuell. Lol. So viele Arbeitskräfte hier auf dem Feld. Die haben das jetzt per Hand bewässert? Hä? Habe ich das eingestellt, dass ich es per Hand machen will? Nee. Ah, ich habe das hier so eingestellt. Manuelle Arbeiten zulassen. Nein. Hier könnten wir manuelle Arbeiten zulassen, weil die Felder halt recht klein sind, ne? So, das haben wir umgezogen. Na gut, jetzt hat das hier nochmal gemacht, aber okay. Sei es drum. Feld geerntet, Himbeeren sind wieder ready. Fallendes Feld, Soja. Schade. Die produzieren auch weiter fleißig. Wie sieht es hier aus mit der Käseproduktion? Also die Käseproduktion läuft. Himbeeren. Ziegenmilch können wir auch verkaufen. Gurken können wir verkaufen. Also langsam pendelt sich alles ein wenig ein. Wobei ich immer noch, wenn ich jetzt hier auf das Budget gucke... Ja doch, das ist der aktuelle Saldo, ne? Wir haben auf jeden Fall immer Einnahmen. Wir haben eine Steigerung von 16,34%. Aber wir machen immer noch Minus, guck mal. Vielleicht sollten wir noch ein paar Leute, die wir jetzt hier fest angestellt haben, vielleicht noch entlassen, ne? Ich weiß es nicht. Saisonarbeiter. Haben wir 3 Stück? 4? Oder aber einige Saisonarbeiter, guck mal. Deswegen sind wahrscheinlich auch die Löhne hoch, ne? Zum Beispiel gar nichts zu tun hier. Warte mal. Den entlassen wir mal. Hm.
Aber wenn ich die doch jetzt bespritze, ne, die Felder, Leute, dann ist es doch so, schreibt es mal in die Kommentare rein, dann würde doch der Ertrag geringer ausfallen. So, Apfelbäume sind, glaube ich, auch schon gesetzt hier. Jo. Aber ich glaube, das mit den Bäumen ist eine gute Idee. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht sofort den großen Ertrag bringt. Guck mal, Erdbeeren werden hier verarbeitet. Da haben wir auf jeden Fall genug. Vielleicht sollten wir hier von den sollten wir hier vielleicht auch Erdbeeren pflanzen. Hier haben wir auch Erdbeeren, 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 Erdbeeren. Und Himbeeren. Oder wir machen halt alles auf Erdbeeren. Das bringt wohl meiner Meinung nach gut Geld. Sehr schön. Käse. Ja, bringt nicht so viel Geld mehr, aber es ist halt der Käse, der am meisten Geld bringt. So, was haben wir jetzt hier? Stachelbeeren überwintert. Ja, schön. Das heißt, da haben wir noch keine Ernte. Wenn wir uns jetzt mal hier die Aufgaben angucken. Erdbeerkonfitüre haben wir jetzt bald für ready. Da würde ich da komplett auf Himbeer umstellen. Die Bäume sind auf jeden Fall weiterhin am Wachsen. Himbeeren haben wir auf jeden Fall auch genug. Wir haben ganz viel Milch, die wir verkaufen können. Ziegenmilch, das, das. Und Kuhmilch, guck mal. 97.000 Euro für die Kuhmilch. Uns jetzt nochmal das Budget an hier. Falsch. Das war hier. Es geht deutlich nach oben. Wir machen immer noch Minus. Aber wobei das hier schon runtergegangen ist. Fabrikertrag ist schon recht hoch, ne? Das sind natürlich nur geschätzt, ne? Wie gesagt, Fortbildung hier können wir nicht machen, ne? Weil wir halt im Kampagnenmodus unterwegs sind, ne? Kommt wahrscheinlich irgendwann mal. Aber wir haben immer noch kein Bio. Das verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Oh, die haben nichts zu essen. Was fehlt denen denn? Weizen? Und Gras fehlt denen, okay. Wir haben Herbst. Zeit der Ernte. Hol die Erdfrüchte rein, bevor der... Genau, okay. So, Ernte wird reingeholt. Gras kriegen wir gleich wieder. Also Milch wird ordentlich produziert. Weizen haben wir eigentlich auch. Gras haben wir eigentlich auch genug. Schafsmilch brauchen wir. So, jetzt können wir hier mal auf Himbeer umstellen. Auch wenn er jetzt noch ein bisschen Erdbeer produziert. Da, Himbeer. Weil da haben wir nämlich richtig viel auf Lager. Ja, das wird nicht mehr reif. Schade eigentlich. Der Bohnen auch nicht. Die Stacheln werden überwintern. Okay, ist jetzt vielleicht die falsche Jahreszeit. Was fehlt denn zu essen hier? Soja müssen wir mal ein bisschen einkaufen. Soja. 2000 Liter. Ah, 4000. Jo. Mal wieder ein bisschen was nachgekauft. Die Kühe haben immer noch alles ausreichend, ne? Wir haben immer noch kein Biogras. Wer hat das doch gar nicht eingesammelt? Wir haben ganz viel verunglückte Arbeiter. Oh Gott. Manuelle Arbeit, Feld ist abgestorben, ein Tier ist gestorben. Oh Gott. Unglückliche Arbeiter. Warum? Verstehe ich nicht.
Sehr gut. Okay, Tiere sterben. Das kommt schon mal vor. So, hier geht die Produktion wieder fort. Vielleicht sollten wir hier beides zulassen. Vielleicht sind sie da ein bisschen glücklicher, weil die, glaube ich, keinen Bock haben, das vielleicht per Hand zu machen. Das kann natürlich sein. So. Guck mal, hier wird der erste Kohl geerntet. Oh, sehr cool. Der erste Kohl ist ready. So. Was haben wir hier? Erdbeeren. Das sind Erdbeersetzlinge. Käse haben wir hier. Schwarze Johannisbeeren. Da müssen wir dann Marmelade herstellen. Also langsam pendeln wir uns wieder ein bisschen ein. Man muss natürlich nur das Ganze noch mal ein bisschen beobachten. Ich mache die Zeit mal ein bisschen raus. Aber wir bleiben konstant immer auf, ja, plus minus null. Haben natürlich immer noch so ein bisschen was, worüber wir uns ein paar Gedanken machen sollten. Wir haben große Verkäufe teilweise. Das Budget ist immer noch im Rahmen. Müssen wir einfach mal ein bisschen abwarten. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Däumchen nach oben da. Und ich sage einfach mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.